Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone und mein Stuhl quietscht, scheiße, ich meine Fresse. Ja, wir haben ja schon länger keine Hearthstone-Folgen mehr gehabt, ganz einfach deswegen, weil ich keine Lust auf Hearthstone habe. Jetzt habe ich wieder Lust, die übliche Prozedur. Die Saison ist vorbei, wir haben Rang 20 erreicht. Und wir haben einen Gartenrücken erhalten. Yeah. Genau. Und wir haben 5 Bonussterne erhalten, weil wir auf Rang 20 waren. Yay. Oh, ich habe die Quests gar nicht angesehen. Schurke, gefällt euch das? Für feindlichen Helden 100 Schaden. Ja. Ja. Und deswegen, weil ich gerade. Wir werden einfach jedes Mal den aktuellsten Kartenrücken nehmen. Obwohl ich Pandarian, um ehrlich zu sein, schöner finde als der Schwarze Tempel. Wir werden jetzt spielen, und zwar das erste Mal, glaube ich, in diesem Let's Play, dass wir auf dem Holzrang spielen. Oder? Ich glaube, ganz am Anfang haben wir noch auf dem Holzrang gespielt, weil normalerweise spiele ich ja voraus, um auf den Silberrang zu kommen, Bronzerang zu kommen, aber ja, diesmal halt nicht. Ich würde sagen, wir beginnen dann gleich mit dem Paladin. Warum auch nicht? Im gewährten Modus könnt ihr 25 verschiedene Ränge erreichen und darüber hinaus auch den höchsten Rang Legende. Oh. Das Höchste, was ich glaube ich mal erreicht habe, war 16. 16 war glaube ich das Höchste, was ich je erreicht habe, aber ich bin nicht sonderlich gut in dem Spiel. Ich spiele es auch nicht sonderlich oft, muss ich sagen. Außerhalb des Let's Plays eigentlich so gut wie gar nicht. Easy, du bist unser Gegner in dieser Saison. Sie scheint anscheinend noch nie Rang 20 gewesen zu sein, oder benutzt keinen Kartenrücken, um niemanden rein, also um die ganzen Leute reinzulegen. Die beiden Karten sind nutzlos für den Anfang, weil, ja. Ja, die ist sehr praktisch für den Anfang. Also, die spiele ich doch gleich in der ersten Runde. Ich glaube, das hier ist ein guter Anfang. Das Problem ist, Gottes Schild gegen ein Magier ist sehr, sehr sinnlos. Weil Gottes Schild kann einfach nur durch seine Heldenfähigkeit weggeploppt werden. Okay. Ah, Mist. Das heißt, in der nächsten Runde ist mein Typ hier tot. Außer, nee, Gottes Schild lohnt sich nicht für ihn. Nee, nee. Es ist halt wichtig, dass wir immer mindestens einen Diener auf dem Feld haben, weil wir können sie schon recht gut hochbuffen durch so manche Karte bei uns. Wie zum Beispiel Segen der Könige. Immer noch eine sehr starke Karte, wie ich finde. Okay. Ich glaube, ich arbeite einfach mal auf die hier hin, weil ich habe einfach nichts, wo ich hinarbeiten kann, außer der hier, weil, ja, einen Spotter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist das Fiese an dem, an, also an der Fähigkeit, weil sie kann einfach Spotter ignorieren. Wir könnten auch von dem den Angriff auf 1 setzen, aber da die hier sehr oft. Also Magier haben sehr oft Karten, die halt durch Einsatz von magischen Karten stärker werden. Zum Beispiel Mana-Wurm. Und wenn er dann schafft, so einen Mana-Wurm hochzubuffen, dann ist es sehr praktisch, wenn man ihn per Demut dann debuffen kann. Okay. Spielt er aus. Oder halt für solche Karten. Weil 5 Schaden. Das ist nicht sonderlich wenig. So. Ich würde sagen, erstmal so. Und dann so. Und töten. Weil ich will nicht, dass er meinen Spotter hier wegkriegt. Weil der Spotter ist mir gerade sehr wichtig. Weil er schützt mich vor seinen Dienern. Was der Sinn der Spotter ist. Zwar ist es jetzt hier kein wertvoller Spotter, aber es ist momentan der einzige Spotter, den ich besitze. Und ich sah gerade einen extremen Ausschlag auf der Audiospur. Ach nö, ach nö. Ja, okay.
Das ist jetzt Risiko. Das ist jetzt großes Risiko. Na. Na, obwohl. Ich kann jetzt so und so. Und den Anstürmer behalte ich mir. Weil der Anstürmer, den kann ich dann in einem Zug hochbuffen und dann mache ich ihm direkt Schaden, weil so wird er im nächsten Zug einfach getötet. Okay. Wollen wir ihn kopieren? Nee, nee, nee. Das wäre Verschwendung. Ich glaube, wir setzen auf ihn hier. Und spielen noch einen. So. Im nächsten Zug erledigen wir dann ihn hier. Und ja. Spielen dann wahrscheinlich den hier, weil der wird wahrscheinlich drauf aufgehen. Okay, zwei Spotter mit 0-2, das ist jetzt nicht so das Gefährliche, außer er bufft sie jetzt hoch. Mit diesem einen Typ hier, der jedem einen Angriff gibt. Ich habe vergessen, wie der heißt. Nicht schlecht, der Specht. Kein schlechter Zug, also ich muss sagen, es ist kein schlechter Gegner, den wir hier vor uns haben. Es ist auch kein übertriebener Gegner, wie so manch anderer, aber dafür ist zum Beispiel ein Gottesschild gut geeignet. Weil jetzt ist der erledigt, ohne dass wir unseren Spotter hier verloren haben. Und jetzt erledige ich den hier und sollte ich den hier spielen? Ja, ich glaube, ich spiele den Goblin Leibwächter, weil er wird wahrscheinlich den hier traden oder irgendeine andere Karte spielen. Und da ist es schlauer, wenn ich noch einen im Vorrat habe. Außer der hat jetzt irgend so einen Feldclearer. Dann wäre ich richtig am Arsch, aber ich habe ja noch meinen Herr der Arenen zum Notfall. Er scheint nicht. Oh, das war ein guter Zug. Der Zug war gut von ihm. Ja, der hat den und den getradet. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Stell dir das mal. Ich glaube, wir gehen mit dem. Oder sollte ich lieber mit dem hier ihn angreifen, dann erledigen. Mit dem hier den und dann. Ich Nee. frage mich, Dadurch wird der hier sterben. Ja, ich glaube, wir müssen mit ihm den hier angreifen. Dann greifen wir mit ihr dem hier an und mit unserer Waffe sie hier. Okay, das würde ihm drei Card Draws geben. Und das ist ja scheiße, aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Notfalls, wir haben ja noch Karten, mit denen wir uns wieder heilen können. Das Problem ist, den kann er jetzt einfach mit einem Feuerball wegbashen. Außer ich heile ihn. Sollte ich die. Ich brauche einen guten Spotter. Ich weiß, es war gerade Verschwendung, aber. Sonst hätte der ihn einfach weggepinkt und ich wäre am Arsch gewesen. Oh oh. Oh oh. I see Feuerball incoming. Flammenstoß. Wie gesagt, Feldclearer. Aber wir haben auch einen Feldclear. So. Jetzt haben wir wieder Bordkontrolle, aber er hat mehr Karten auf der Hand und dazu. Ah, okay, anscheinend haben wir ihm ins Blatt gefunkt. Okay, das ist jetzt böse. Aber wir hätten dann im Notfall noch Wächter der Könige als starken Diener. Ja. Wir brauchen irgendeinen Diener auf dem Feld, sonst übernimmt er im nächsten Zug die Kontrolle.
Und der eine Leben wird, das eine Leben wird sich schon nicht irgendwie drauf auswirken, ob ich gewinne oder so. Nein, nein. Aber recht spannender Kampf eigentlich für einen Holzrang. Weil normalerweise habe ich auf dem Holzrang sehr oft sehr langweilige Spiele, wenn ich so sagen darf, weswegen ich selten irgendwie im Holzrang aufnehme. Aber das Spiel ist eigentlich recht spannend. Nicht nur spannend, sondern auch interessant. Okay. Jetzt könnte ich den hier hochbuffen. Und seinen Schild. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich buffe ihn hier hoch. Dann greife ich seinen Diener an. Töte den Diener damit. Spiele nochmal das Teil aus. Und greife ihn direkt an. Okay, ich hoffe mal, der hat keinen Feuerball auf der Hand, was aber sehr wahrscheinlich ist bei so vielen Karten. Weil der kann bis zu zwei Feuerbälle und einmal diesen riesigen Feuerball, der 10 Mana kostet, haben. Okay. Okay, der hat's anscheinend nicht. Interessant. Sehr interessant. Okay. Wie gehen wir am besten vor? Wir töten den hier mit unserer Waffe. Den hier setzen wir dann auf. Wollen wir ihn runterrushen? Ich glaube, den hier setze ich dann auf 1 und greife ihn direkt an. So. So. Und so. Und jetzt greife ich ihn. Oder sollte ich's? Sollte ich's riskieren? Ja, komm. Falls er nichts hat, dann ist er im nächsten Zug tot. Okay, falls er jetzt keinen Spotter hat oder eine Möglichkeit, den hier loszuwerden, ist er am Arsch. Wortwörtlich. Ich glaube, das ist ein Verzweiflungszug. Tja, Leute. Holzrang. Aber ich muss sagen, es war eine sehr spannende Runde für den Holzrang, weil ich war wirklich recht gut aufgeregt. Und ja. Kann ich nochmal gut gespielt sagen? So. Also, Leute. War ein gutes Ründchen. Also, ich muss nochmal betonen, für so einen niedrigen Rang war es eigentlich sehr, sehr spannend. Fand ich. Also da gab es schon langweiligere Runden auf dem 20. Rang. Nicht schlecht. Die, ja, Leute. Warum? Hat er sich irgendwann geheilt gehabt? Dass wir ihm 33 Schaden zugefügt haben? Keine Ahnung. Tja, Leute, auf Wiedersehen. Euer Sandoron.